Herzlich willkommen zurück zu unserem TV Berlin Spezial. Zu Gast bei uns der polnische Botschafter in Deutschland, Andrzej Przyłębski. Schön, dass Sie da sind. Wir haben gerade über das deutsch-polnische Verhältnis gesprochen und ich würde noch mal ein bisschen intensiver auf die Menschen eingehen, die auch hier in Deutschland leben, die Polen. Das ist nämlich eine sehr große Gruppe, die größte nach den Türken hier in Deutschland, Herr Przyłębski, Herr Botschafter. Was hat das für Auswirkungen auch auf das Verhältnis zwischen diesen beiden Ländern? Oder hat das gar keine Auswirkung? Bestimmt hat das eine Auswirkung, wahrscheinlich sogar größer als die türkische, weil, sagen wir, moralisch, sittlich oder weltanschaulich sind Polen viel näher zu Deutschen. Ja? Der Unterschied zu den Türken in Deutschland ist, dass die polnische Gruppe nicht so homogen ist, würde ich sagen. Die Minderheit, polnische Minderheit in Deutschland ist geteilt. Hälfte, Hälfte würde ich sagen. Die Hälfte unterstützt die jetzige Regierung, also ist unzufrieden mit dem, dass gleich nach der Wende geschehen ist. Dass ein fauler Kompromiss mit Kommunisten hat verschiedene Entwicklungen gebremst und so weiter. Und diese 50% ist sehr froh, dass diese Regierung fungiert in Warschau. Und übrige 50% glaubt, dass das nach der Wende geschehen ist, war eine korrekte Entwicklung. Polen darf nicht zu viel wagen, sollte sein Satellit von Deutschland vielleicht sein oder ich weiß nicht, von Brüssel. Und die sind der polnischen Regierung sehr skeptisch und das überträgt sich auf die Einschätzung dessen, was wir im Kulturbereich hier in Deutschland machen. Einige bevorzugen die modernen Experimente, andere wollen traditionelles Polen zeigen und widerspiegelt sich überall. In dem Sinne ist das wichtig, aber das überträgt sich in große Zahl verschiedene Events, Veranstaltungen und so weiter. Was aber relativ allen offensichtlich wichtig ist, ist, als nationale Minderheit hier anerkannt zu werden. Warum eigentlich? Ja, weil man zum Zustand zurückkehren möchte, der vor dem Krieg war. Ein Dekret von Göring hat der polnischen Minderheit dieses Recht der Minderheit aberkannt und die polnische Minderheit glaubt, das sollte jetzt als nationalsozialistisches Gesetz eliminiert werden. Zweitens glauben die Polen in Deutschland, dass mit der Anerkennung als Minderheit bekommen sie größere Unterstützung seitens der Regierung, weil die Vorschriften oder Gesetze so lauten in Deutschland. Das ist das andere. Und das ist wichtig, vor allem in Bezug auf kulturelle Aktivitäten. Vor allem Polnischunterricht, ja, das zu wenig finanziert wird hier. Deutschland hat eine relativ kleine Gruppe in Oppeln, Schlesien, die von der polnischen Regierung finanziert wird, großzügig aufgrund des deutsch-polnischen Vertrages. Und das Gleiche sollte auch von deutscher Regierung in Deutschland für polnische Minderheit oder polnische Gruppe geschehen. Und das geschieht nicht, weil sie keine Minderheit ist, weil Deutschland ein Bundesstaat ist, und die Kulturpolitik oder Unterricht und so weiter ist von den Ländern geregelt. Die Länder fühlen sich nicht verpflichtet, zuständig. Und da ist große Unzufriedenheit unter den Polonia, weil es gibt fast 2 Millionen Leute in Deutschland mit polnischer Herkunft. Und es gibt wahrscheinlich 70.000 Deutschen, also Polen mit deutscher Herkunft in Oppeln. Und die bekommen mehr Geld von der armen polnischen Regierung als die von den Deutschen. Und deshalb müssen wir daran arbeiten. Und wir versuchen jetzt nach der Gründung der Regierung in Deutschland das Thema wieder mal präsent zu machen. Ja, denn bislang sind Sie da noch nicht so erfolgreich gewesen. Leider nicht, ja. Das muss ich so sehen, ja. Gucken wir auf Polen. Polen hat ein ähnliches Problem wie Deutschland, ein Luxusproblem, wenn man so will, denn die Wirtschaft wächst, das ist erstmal schön, aber das bedeutet auch, es braucht die entsprechenden Fachkräfte und die sind wegen des demografischen Wandels in Polen ähnlich rar gesät wie in Deutschland, Herr Botschafter. Vor diesem Hintergrund, wie wichtig ist da Einwanderung? Ja, ist wichtig. Es sind fast 2 Millionen Polen, verlassen in Richtung Deutschland und Großbritannien. Und diese Lücke durch die rasche Entwicklung der Wirtschaft müsste von jemandem oder mit jemandem gefüllt werden. Und da sind wir wieder bei den Ukrainern, die Sie schon angesprochen haben. Ich glaube auch Weißrussen.
Ich glaube, fast 500.000 Weißrussen arbeitet. Also Leute, die in einem Regime von Lukaschenko leben, dürfen nach Polen kommen und arbeiten. 1.250.000 Ukrainer und auch viele andere Nationen. Und die finden Beschäftigung, aber vor allem in, sagen wir, einfachen Berufen. Man, noch vorige Regierung, die Regierung von Tusk, hat geglaubt, dass sie imstande ist, die Polen, die in Großbritannien sind, wieder nach Polen zu locken. Tusk und seine Leute sind ein paar Mal dort gewesen, ohne Erfolg. Aber jetzt ist die Wirtschaft wirklich angekurbelt sozusagen und braucht auch erfahrene Leute. Und langsam kommen auch wenige aus Großbritannien vor allem. Nicht so sehr aus Deutschland, aber aus Großbritannien wegen des Brexit kommen zurück und gründen ihre Firmen oder werden in höheren Berufen angestellt, die ihren Ausbildung entsprechen, weil in Großbritannien müssten sie manchmal einfachere Sachen machen. Und jetzt in Polen, wenn der Bedarf besteht, irgendwie höher einzusteigen, dann ist auch für die, diese Leute auch eine Karriere vorstellbar. Also das ist, wir hoffen, dass in der, mit der Zeit mehrere Leute von diesen Millionen kommen, zurückkommen werden. Gut, da spielt natürlich auch der Brexit eine Rolle, denke ich mal, weil viele auch meinen, dadurch, dass England dann eben aus der EU aussteigt, es in Polen einfach bessere Bedingungen gibt, zum Beispiel, wenn man da eine Firma gründen möchte. Das stimmt. Zwar spricht Frau May immer darüber, dass diejenigen Polen, die dort sind, dort bleiben können, aber wie Sie sagten, vielleicht berufsmäßig wird Polen jetzt, jetzt attraktiv. Ich habe bei einer Veranstaltung in einer großen Bank vor 6 Monaten gewesen und da saß eine junge Polin, die in England in einer Bank gearbeitet hat und die ging dann zurück nach Polen, hatte noch höheren Rang erreicht. Und das ist quasi der Weg, ja, für diese Leute. Wie sieht es aus mit Investitionstätigkeiten? Sind die Deutschen investitionsfreudig auch in Polen? Haben Sie da viele Unternehmen, die sich dort niederlassen, die da investieren? Ja, also wir freuen uns sehr, dass wir als Land sehr attraktiv für deutsche Wirtschaft sind. Und wir freuen uns auf jede Investition. Neulich hat man viel über Mercedes-Fabrik in Javor gesprochen, wo, glaube ich, Mercedes 500 Millionen Euro investieren wird und viele Arbeitsplätze schaffen wird. Lufthansa wird eine Fabrik auch bauen für Reparatur der Flugzeuge, Wartung der Flugzeuge und so weiter. Miele, diese Kühlschrankfabrik und Waschmaschinenfabrik wird in Polen gebaut. Also diese Deutschland ist für Polen ein Partner Nummer 1 und Polen für Deutschland Partner Nummer 7. Und wenn man Visegrad-Gruppe zusammenzählt, diese 4 Länder, da haben wir als Wirtschaftspartner mit Deutschland größeren Austausch als China oder Vereinigte Staaten. Und Polen spielt in dieser Gruppe die wichtigste Rolle. Wir sind 40 Millionen. Und die 3 anderen Länder 25. Ja? Das heißt, ja, es ist willkommen und es ist wichtig. Ja? Nun wird nationalkonservativen Parteien ja gerne nachgesagt, dass sie eben vor allem ihr Land im Auge haben und deswegen per se nicht global wirtschaftlich gern unterwegs sind. Das würden Sie jetzt so aber nicht bestätigen. Nein, das ist ein bisschen ein falsches Bild. Man wollte, also die Regierung wollte ein bisschen Kontrolle über eigenes Land dadurch zu gewinnen, dass man vor allem einen gewissen Ausgleich in was Bankenbesitz betrifft. Ja? Und das wurde schon getan. Viele Banken wurden abgekauft. Das haben wir jetzt, das Verhältnis, glaube ich, 50-50. Und das gibt uns gewisse Sicherheit, was Finanzierung verschiedener Unternehmen anbelangt. Und was für unsere Wirtschaft wichtig ist, dass eine echte Konkurrenz stattfindet. Das heißt, dass auch polnische Firmen Kredit bekommen können, wie deutsche oder italienische, und damit in Wettbewerb eintreten kann. Und wir wollten nur einige große Firmen retten vor dem Untergang. Und das ist teilweise geschehen, nämlich diese nationale Fluglinie LOT, die kurz vor Bankrott war unter der Tusk-Regierung, profitiert jetzt jedes Jahr millionenfach Umsätze. Gestern habe ich von Herrn Müller, Michael Müller, gehört,
dass Warschau viele Passagiere abgeworfen hat, das Flughafen, die eigentlich von Berlin, umgebauten Berliner Flughafen starten sollten. Das heißt, wir sind aktiv in diesem Bereich, aber auch dadurch, dass wir nationale Fluglinien nach wie vor haben. Oder diese Werfte, diese historische Werfte, wo Wałęsa und andere diesen Aufstand gemacht haben, die haben auch pleite gemacht. Und jetzt kommen sie wieder durch Hilfe des Staates zu Geltung. Und man kann solche, oder Ursus, eine große Traktorenfabrik, die auch pleite war, weil man dachte, man braucht keine polnischen Traktoren, man kann Traktoren kaufen. Und jetzt produziert diese Fabrik nicht nur Traktoren, aber auch Busse. Und die sind immer besser. Das sind Elektrobusse. Vor einem Jahr war Polen Ehrengast in Hannover bei den Messen. Und es wurde auch ein Elektrobus von Ursus ausgestellt. Und diese Fabrik wächst wieder seit 3-4 Jahren. Das ist also Erfolg der neuen Regierung. Herr Botschafter, wir sind schon leider am Ende unseres Gesprächs. Es ist schon soweit. Vielen Dank, dass Sie uns sehr viel Zuversicht jetzt auch mitgeben, dass sich das auch langsam regeln wird innerhalb der EU mit Polen. Sie haben zum Schluss den BER angesprochen. Sie haben eine Fluglinie angesprochen. Da denke ich auch gleich an Tourismus, auch ein wichtiger Wirtschaftszweig in Polen. Deswegen ein Schluss, vielleicht ein kleiner Tipp für unsere Zuschauer, unsere Berliner. Wo ist es denn besonders schön in Polen, wenn man eine Kurzreise machen möchte? Da würde ich Masuren empfehlen und vielleicht Beskiden, Sudeten, da südlich die Gebirge. Aber auch Ostseegebiet, der polnische Kolberg, Stolp ist sehr schön. Und ich höre von meinen Leuten, dass die Touristen aus Deutschland den Hauptanteil an dem Tourismus in Polen haben. Das ist sehr schön. Gut, wunderbar. Dann vielen Dank an dieser Stelle, dass Sie bei uns waren, Herr Botschafter. Und liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie auch bei uns waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Passen Sie auf sich auf und bis dann.